Wir haben unseren Neuzugang Moritz Bruschinski da. Hi Moritz. Du Hi. Bist jetzt seit knapp anderthalb Wochen in Bochum. Wie fällt so dein erstes Fazit aus? Passt alles soweit aus deiner Sicht? Ja, bis jetzt auf jeden Fall. Die Jungs haben mich gut aufgenommen. So langsam lebt man sich natürlich ein. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen an das Ganze. Ich bin aber froh, hier zu sein. Und ja, groove mich so langsam immer mehr ein. Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Dein Transfer hier an der Kastrupa ging einen Tag nach dem Heimsieg gegen Hertha BSC über die Bühne. Da standst du dann auch direkt am Sonntag auf dem Trainingsplatz. Wie hast du das Spiel denn samstags gegen Berlin erlebt? Warst du da vielleicht sogar schon hier inkognito im Stadion? Genau, ich war sogar schon im Stadion, hab mir das angeguckt. Ja, drei Punkte, ich denke, die waren wichtig, vor allem gegen Hertha. Die Stimmung war cool, hab sogar Gänsehaut bekommen, wo das Lied vom Herbert Grönemeyer lief. Das war schon cool, also Stimmung und so passt alles. Spiel war ja dann dementsprechend auch gut und ja, dementsprechend war meine erste Erfahrung hier auf jeden Fall sehr gut. Perfekt, das freut uns auf jeden Fall. Dann ging es ja am Sonntag, wie gesagt, für dich richtig los. Dann stand direkt die englische Woche an. Mittwochs in Leverkusen, da warst du noch nicht im Kader. Hast wahrscheinlich das Spiel dann zu Hause verfolgt. Wie hast du es gesehen? War ja auf jeden Fall mehr drin, oder? Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen dann die letzten beiden Chancen, wo Taco knapp am Ball da vorbeirutscht. Also ja, ein Punkt wäre schon drin gewesen, auf jeden Fall. War schon ein bitteres Spiel dann zum Schluss, dass wir verloren haben, leider. Genau. Samstag war es dann aber soweit, du standest erstmals im Kader, bis freitags mit den Jungs schon nach Mainz gereist. Wie waren so da die ersten Eindrücke? Wie war es mit dem Team mitzureisen? Ja, also eigentlich nicht so viel Neues. Klar, von Verein zu Verein ist da immer ein bisschen, gibt es da kleine Unterschiede, aber ja, vorher trainiert, dann zusammen gegessen, dann zusammen im Bus, dann angekommen am Hotel, ja, Zimmerverteilung. War auch ganz, ganz klar und war auch zufrieden, war mit dem Patiosa-Hagel auf Zimmer. Nein, also gibt es jetzt nicht so große Unterschiede. Also lief alles ganz, ganz wie immer. Sehr gut. Wir haben dich dann in Mainz, als ihr ins Stadion gekommen seid, ein bisschen beobachtet. Ihr seid raus auf dem Rasen, um den Platz zu begutachten. Da konntest du das Lachen nicht verkneifen, hat richtig, richtig Spaß. War schon ein besonderes Gefühl wahrscheinlich für dich, ne? Erstmals im Bundesliga-Kader zu sein, in einem größeren Stadion. Ja, der Trainer kam dann auch und hat gesagt, herzlich willkommen in der Bundesliga. Da muss ich auch noch mal sehr, sehr lachen. Und natürlich ist es schon, es ist was anderes. Du kommst halt in ein Stadion, die Stimmung, alles schon vorher, vor das, was drumherum so ist, die ganzen Medien und was weiß ich nicht, das ist halt das, was man so jedes Mal von klein auf immer im Fernsehen geguckt hat und gesagt hat, da will ich auch hin. Und dann stehst du auf einmal da. Es war schon ein schönes Gefühl. Klar, dann das Ergebnis ist was anderes, aber das kriegen wir auch noch hin. Genau, du sagst, das Ergebnis war nicht ganz so nach unserem Geschmack. Brauchen wir jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen. Wir blicken lieber nach vorne. Nächster Gegner ist Hoffenheim. Jetzt liegt eine normale Trainingswoche vor uns. Ein paar Tage richtig arbeiten auf dem Platz mit dem Trainer. Worauf soll da der Fokus gelegt werden? Ja, ich denke, so im letzten Spiel haben wir die Prinzipien, die der Trainer angesprochen hat, nicht ganz so umgesetzt bekommen, obwohl wir eigentlich in den Positionen waren. Und ich denke, dass wir da einfach ja, wieder hinkommen, so wie gegen Hertha, dass wir die zweiten Bälle alle aufsammeln und dann so schnell wie möglich nach vorne in die Spitze spielen. Perfekt. Das klingt auf jeden Fall nach einem guten Plan. Lass uns noch ein bisschen auf dich blicken. Jetzt bist du neu beim VfL. Auf was für einen Spielertypen können sich denn unsere Fans mit dir freuen? Einen großen, mentalitätsstarken, abschussstarken, schnellen und spielfreudigen Spieler. Das sind auf jeden Fall Attribute, die uns gefallen. Fußballerisch groß geworden bist du ja in Cottbus, dann die Station in Dortmund, hast da den Drittliga-Aufstieg geschafft und jetzt geht's ab in die Bundesliga. Du hast es vorhin schon so ein bisschen anklingen lassen, aber für dich ist dieses Thema Bundesliga wahrscheinlich so ein Traum, der aus Kindheitstagen jetzt in Erfüllung geht, oder? Ja, ich denke nicht nur für mich, aber klar, also wir fangen ja alle an, irgendwo Fußball zu spielen, um dann irgendwann mal Profi zu werden. So, und der eine halt ein bisschen eher, der andere vielleicht ein bisschen später. Und ich bin einfach super happy, dass das geklappt hat und dass ich jetzt so weit gekommen bin. Aber ja,
jetzt hat man, sage ich mal, den ersten großen Schritt hat man so geschafft. Und jetzt will ich natürlich mich dann auch beweisen jetzt in der Liga. So, weil das ist natürlich das, was man von klein auf einfach will. Das ist ja der Traum. Also es ist zumindest mein Traum gewesen. Und jetzt heißt es wieder, neue Ziele, kleinere Ziele und größere Ziele dann wieder zu stecken und darauf hinzuarbeiten. Werd ein bisschen konkreter, was sind deine Ziele, wo möchtest du diese Saison hin und dann vielleicht auch, ich meine, du hast ja langfristig unterschrieben, wie soll es weitergehen mit dir? Ja, auf jeden Fall, jetzt die ersten zwei Wochen waren natürlich so ein bisschen zum Reinkommen und zum Reinfinden so, hat auch gut geklappt, das habe ich mir auch so als kleines Ziel vorgenommen, weil es natürlich immer, wenn du neu bist, klar, ist immer nicht so einfach und du weißt ja auch nicht, die Jungs wissen nicht, wie ich bin und ich weiß nicht, wie die Jungs sind. Aber ja, das größte Ziel ist, erste Liga zu bleiben. Also das ist erstmal das Oberste. Und alles andere kommt danach. Wunderbar. Wir wünschen dir auf jeden Fall und natürlich auch euch allen, uns allen viel Erfolg dabei. Freuen uns, dass du da bist und danke dir. Gerne.